Hallo meine Lieben, ein weiteres ganz kurzes Thema, Bereich Krisentheorien, Krisen und Umbrüche, Semester 1 in der Q-Phase. Es bezieht sich hier auf den Theodor Schieder, da oben ist auch der Name zu sehen. Was sind Revolutionen? Hier nochmal die Informationen, Geschichte Q-Phase, Krisen und Umbrüche, und zwar ist es Bereich Kernmodul Semester 1. Es wird sehr kurz werden, fangen wir einfach mal an. Grundüberlegungen Schieders sind, dass bei allen Betrachtungen in dem soziohistorischen Bereich, je größer der Anwendungsbereich eines einfachen Begriffes ist, desto schwieriger ist die tatsächliche Bestimmung. Und das gilt auch insbesondere für den Bereich Revolution. Natürlich, Modernisierung, Krisen sind auch solche Begriffe. Da muss man sich genau an die Ereignisketten halten, die man ermitteln kann, und letztlich dann beurteilen, was man da eigentlich vor sich hat. Und diese revolutionären Ereignisse spielen sich in der Regel immer im Politischen ab, erfassen in der Wirkung aber je nach Komplexität des Vorgangs, sehen wir gleich, alle denkbaren weiteren Lebensbereiche. Also die gesellschaftlichen, die kulturell-ideologischen und/oder die materiellen Bereiche. Alles kann von solchen Vorgängen betroffen werden. So, schauen wir mal an. Schieder macht nämlich eine schöne, ja, so eine Abstufung. Die stelle ich euch jetzt kurz vor. Und zwar sagt er, anhand der Komplexität kann man bei revolutionären Vorgängen unterscheiden. Einmal den Staatsstreich. Das ist eigentlich nur ein irregulärer, also ein nicht rechtlicher Regierungswechsel. Auch ja, wenn zum Beispiel ein Neffe einen König sozusagen absetzt, also praktisch die Erbfolgeänderung in einer Monarchie, die nicht so läuft wie vorgesehen, mehr nicht. Die Grundstrukturen des Staates oder der Nation, des Nationalstaats, ist egal, bleiben streng genommen komplett gleich. Es ändert sich nichts. So, eine Rebellion ist eine Wiederherstellung eigentlich einer als gestört empfundenen Ordnung, die man in den ursprünglichen Zustand, den man wiederhaben will, zurückversetzen kann. Jetzt nehme ich ein externes Beispiel, also die Rebellion bei Star Wars richtet sich eigentlich dagegen, die alte Republik wiederherzustellen, weil der Imperator das sozusagen per Staatsstreich erstmal übernommen hatte. So, merkt man so. Also eigentlich ist es nur, man will was wiederhaben, was man verloren hat, durch einen irregulären Vorgang. Dann gibt es die Revolution. Jetzt sind wir eigentlich erst bei dem eigentlichen Begriff, worum es geht. Und zwar sagt der Schieder so, ja, bei einer Revolution jedoch, da sind dann drei Ebenen betroffen. Zwar die Regierung selbst, die man eventuell absetzen will, auch die Regierungsform, wie sie also gebildet wird, und die gesamte Gesellschaftsverfassung kann davon getroffen werden. Also wie die Klassen und so weiter innerhalb der Gesellschaft dann ihre Macht verteilen. So, und da gibt es dann einen vierten Punkt, der wird jetzt gleich ein bisschen größer gedruckt werden, und zwar die Totalrevolution. Und da sagt er dann, alle modernen Revolutionen, die wir so kennen, sind Totalrevolutionen, weil bei diesen Revolutionen dann wirklich alle Bereiche erfasst werden und in verschiedener Stärke vollkommen dauerhaft verändert werden. Also Maos Revolution, die praktisch das kaiserliche China und dann natürlich erstmal den Bürgerkrieg beendet und in einen kommunistischen Staat verwandelt, wo die Regierung anders gebildet wird, die ganzen Gesetze verändert werden, die Gesellschaftsverfassung komplett umgebaut wird, und zwar alles ist eine Totalrevolution. Ebenfalls die russische Revolution. Das Zarenreich endet und wir haben die Sowjetunion. So, mit all den Wirren, die dann kommen. Totalrevolution. Und zwar ist bei der Totalrevolution als weiterer Punkt, dass diese Wirkung dieser Totalrevolution über den nationalen Rahmen hinausgeht. Also wenn China sich verändert, verändert es den gesamten asiatischen Raum im Rahmen dieser Mao-Geschichte. Und die russische Revolution hat Auswirkungen auf alle Staaten Europas und letztlich bis hin zum Kalten Krieg auf die gesamte Weltpolitik. So, und das ist dann eine Totalrevolution, der Endpunkt quasi von revolutionären Vorgängen. So, das war's schon. Mehr gibt es dazu erstmal gar nicht zu sagen als Überblick. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, wie immer. Abonniert meinen Kanal, gebt mir eine positive Rückmeldung. Also Däumchen wären Träumchen. Natürlich auch Anregungen, Kritik immer reinschreiben. Ihr könnt die ganzen Playlists benutzen, die ich mache, oder guckt euch andere Videos zur Oberstufe und auch zur Unterstufe, wenn ihr wollt, an. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.